Ich will mit dir handeln. Ich von dir direkt nochmal Rohstahl. Ja, handeln. Rohstahl 5. Zauber. Heilung, Licht. 3. Wow. Diese Unmengen. Das darf ich nicht aufwecken tun. Die Rüstung. Ich bin halt normalerweise so ein Mensch, der eher so ein bisschen sammelt in diesem Spiel, muss ich zugeben. Was ist die Klaue des Dammlockers gewesen? Die brauche ich noch, glaube ich. Münzen bringen mir gar nichts. Rasiermesser aber auch nicht. Hammer weiß ich nicht, behalte ich mal lieber. Fackeln. Brauche ich auch nicht so viele. So. Dann Traumruf kann man auch verticken. Ist ja egal, ob man die an einen Charakter gibt oder ob man die hier so verkauft. Die Triche behalte ich nochmal. So. Habe ich jetzt erstmal wieder 10 Stahl. Hallo? Nein, zu dem will ich nicht. Warum immer das jetzt nicht klappt? Ja. Dann nicht. Dann muss ich den da vorne irgendwie verscheuchen. Danke. warum klappt das denn jetzt nicht? Bin ich doof? Ich kann ihm auch irgendwie nichts angucken. Ich speichere mal gerade ab. Und lad einfach nochmal neu und hoffe, dass diesmal kein Fehler auftritt. Wie vorhin mehrfach. Und hoffe, dass ich dann das wieder auf... Also hier wieder was machen kann. Also es geht ja so nicht. Also das finde ich jetzt sehr, sehr strange. Mein Glas ist leer. Das ist nicht gut. Aber meine Stimme wird langsam ein bisschen krächzig und so. Also mein Hals wird ein bisschen trocken. Und ich laber ja hier die ganze Zeit am Stück durch. Und da ist es natürlich gut, wenn man einfach noch ein bisschen was zu trinken nebenbei hat. Und wie gesagt, mein Glas ist leider leer, das ein bisschen doof ist. Jetzt leuchtet es zumindest wieder auf. Heißt nicht, dass ich... Ah. Na, der Schmiede doch da drüben. Dann ist unser... Ey, warum sind hier so viele? Erwache. Du mich auch. Danke. Und dann machen wir nochmal ein bisschen Sternchen schmieden. Ich hoffe übrigens, dass diese Art des Schmiedens niemanden von euch stört, weil es ja eigentlich... Erstens ist es natürlich... Schmieden ist halt immer wieder dasselbe. Und man kriegt Geld dafür, also einfach nur Zeitaufwand, um etwas zu machen. Um Geld zu bekommen. Und die andere Seite ist halt dieser Glitch, der da drin ist, ist halt ein bisschen tricky und ein bisschen... Ja, Cheaterei, sag ich jetzt mal, aber ich hoffe, das stört niemanden von euch, weil es halt echt, also... Es ist nur ein Zeitersparnis, ein kleines. Und gerade im Let's Play würde ich euch gerne Zeit ersparen. Mit Sachen, die einfach nicht, sonst nicht nötig sind. Wenn es jetzt darum ging, irgendwie einen Tempel irgendwie mit durch die Wand zu cheaten, damit ich den schnell machen kann, das ist natürlich Schwachsinn. Das ist ja nicht die Idee des Spiels. Aber, ich sag mal, mit dem Geld hier, das ist einfach nur sonst nervig. Das habe ich bei Gothic 2, fand ich das total krass. Man ist die ganze Zeit unterwegs und alles prima und im Endeffekt, im Endeffekt hat man dann, wie war das? Brauchte man 20.000 Gold, um diese doofe Drachenjägerrüstung zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hernehmen sollte. Also 20.000. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich danach im Endeffekt drangekommen bin. Vielleicht gleich nochmal schmieden, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war ein Aufwand. Es hat gedauert, bis ich das erwache. Zusammen hatte. So, erwache, erwache. Gut. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das ist mit unseren Löffelchen. Wir können im Prinzip 57 Erz machen. Hat er natürlich nicht. Nehmen wir 300. Und... Im Prinzip könnte ich natürlich jetzt nochmal ein bisschen weiter schmieden, um dann nochmal irgendwo Erz zu kriegen. Aber ich weiß halt jetzt gerade nicht, welcher Händler noch Erz hat.
Außerdem habe ich eigentlich Lust, das nochmal viel rumzuschmieden. Na komm, ich mach nochmal eine Tour. Erwache! Darion, ich will... Jetzt habe ich mir natürlich den ganzen Müll gegeben. Klingen, Rohstahl. Ist eigentlich schon krass, dass wir hier, wir 4 Schwerter brauchen, um 5 Rohstahl zu bekommen. Erwache! Und dann wieder, ups. Und so uns im Prinzip unseren Unterhalt hier finanzieren. Also, indem wir pro geschmiedete Waffe 10 Erz verdienen. Sehe ich das gerade richtig? Ja, oder? Das ist irgendwie ein... Das kann es nicht sein. Mir fällt halt jetzt gerade auch keine effektiveren Bücher ein, außer natürlich irgendwelche Leute. Das ist eigentlich eine Idee. Ich könnte ins neue Lager gehen und einfach die ganzen Söldner und Banditen umkloppen, denen die Waffen wegnehmen und die verkaufen. Problem ist, wenn ich Magier umniete, was mehr Geld bringen würde, weil die Runen ordentlich Geld wert sind, dann kriege ich mir direkt durch die Fresse und das mögen die nicht so gern. Deswegen, muss mir überlegen, vielleicht finde ich da noch irgendwie eine Möglichkeit, ordentlich Geld zu machen auf die Schnelle. Wie gesagt, wir brauchen jetzt für die schwere Rüstung brauchen wir nachher 2000, für die mittlere brauchen wir 1600, wenn wir nicht die mittlere auslassen wollen, brauchen wir also folglich über 3700 Erz. Und das könnte doch ein bisschen happig werden. Das einzige Problem ist, man hat halt hier in dem Spiel, kriegt man Erz von Händlern und gibt es an Leute, die nicht handeln. Das heißt, wenn ich jetzt dann das Geld an Chor hier am... Genau, an den Typen gebe, der die Rüstung verteilt, dann bekomme ich im Endeffekt das Geld nie wieder. Das heißt, das Erz ist aus dem System verschwunden. Das heißt, im Prinzip haben wir eine krasse Deflation hier in dem Spiel, dadurch. Ohne, dass die Preise sich ändern. Das heißt, es gibt irgendwann kein Erz mehr, wenn man sich alles kauft in diesen Gesprächsoptionen. Aber... Also, irgendwann hat man alles gekauft durch diese Gesprächsoptionen. Das heißt, es gibt kein Erz mehr, aber die Preise sind immer noch genauso hoch wie vorher und das Zeug ist immer noch genauso viel wert. Und das ist echt ein Problem, weil, ich laufe in die falsche Richtung. Weil dann kann man sich bestimmte Sachen vielleicht irgendwann nicht mehr kaufen. Außer man findet irgendwie einen Trick raus oder findet irgendeinen Händler, der sich immer wieder auffüllt oder was auch immer. Zum Beispiel kann ich mal Fortuno fragen, was der so sagt. Nein, du sollst dich nicht hinsetzen, du sollst mit Fortuno reden. Du mich auch, ich will handeln. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ach, 37 Erz, dem habe ich anscheinend schon was abgeknöpft. Was man natürlich machen kann, ist halt dann für 37 Erz jetzt zum Beispiel ein Schwert rauszugeben. Das heißt, man kriegt das Erz zusammen, aber man hat eigentlich ein Verlustgeschäft gemacht, weil wie gesagt, ein Rohstahl kostet ja 40 Erz. So, Templer. Den Jungen, den ich suche, der ist, glaube ich, der da drüben rumläuft. Übrigens da oben auf die Plattform, wo der Templer da oben steht, da hatte ich mich hingestellt. Talas, hör auf zu rauchen und rede mit mich. Erwache. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Das ist so ein guter Deal. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich? Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Was ist daran rauben? Ich bin bereit. Ich helfe und du gibst mir was dafür. Das ist Deal, nicht rauben. Also, ich verstehe die Logik von dem Typen nicht. Ich hätte gleich mal schlafen sollen, fällt mir gerade ein. Schließlich, wobei ist eine Höhle, also gesehen, da drin wird sowieso dunkel sein. Ach ja, ich hoffe, es war die letzten Folgen nicht zu dunkel. Ich habe die Gamma, Dingsbums ein bisschen höher gestellt jetzt, damit es ein bisschen ein Ticken heller wird insgesamt. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt. Ich finde, es sieht gerade in Ordnung aus. Mir ist nur eingefallen, dass YouTuber gerne nochmal ein bisschen dunkler macht.
Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es vielleicht doch ganz gut wäre. Und ich überlege sogar gerade, ob ich es sogar noch höher mache. Weil ich es immer noch sehr dunkel an manchen Stellen finde. Natürlich ist das natürlich auch für die Atmosphäre wichtig. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen doof für euch. Und es wäre schon schön, wenn man alles sieht. Also zumindest genauso viel, wie ich sehe. Ich sehe auch nicht alles. Aber da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht... Also gucke ich einfach die Videos... Ja, wenn sie hochgeladen sind, genau. Wie mache ich das denn? Mal gucken. Irgendwie muss ich jetzt mal rauskriegen, wie hell es dann wirklich ist im Endeffekt und wie viel ihr seht. Und es klappt schon. Das kriegen wir irgendwie hin. Übrigens, falls ihr euch vorhin gewundert habt, warum ich meinte, das ist die Brücke, die in der Nähe davon ist. Wir laufen jetzt zu der Brücke, die in der Nähe hiervon ist. Und deswegen war ich irritiert, weil das so ähnlich aussah. Und ja. Ich habe jetzt auch schon mehrfach an der Brücke vorbeigekommen, zu der wir jetzt hinlaufen. Ich hatte das auch bestimmt schon ganz oft erwähnt. Das kommt halt bei mir vor. So. Gedächtnis und so. Ist halt so eine Sache bei mir. Was ich ein bisschen schade finde, ist, normalerweise würde man jetzt am Himmel, dadurch, dass wir relativ weite Sicht haben, durch die Einstellung, würden wir jetzt am Himmel eigentlich die Atmosphäre, die, wer ist sie nochmal, Kuppel sehen. Müsste eigentlich was Blaues sein, aber ich sehe da oben eher nur so irgendwas Weißes, was ein bisschen nach Nebel aussieht. Hier ist sonst kein Varan. Ne, dann kann Talasa jetzt wieder kommen. Dieser Schisser hier. Und gleich kommt der Punkt, an dem ich wieder speichern werde. Weil da drin geht's ordentlich zur Sache, wenn man nicht aufpasst. Aber es bringt auch fett Erfahrungspunkte. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Genau. So ein Schisser. Wie gesagt, ich bin auch manchmal ein kleiner Schisser. Deswegen abspeichern und gucken, wie da links so ganz viele Goblins stehen. Was, glaube ich, ein Grafikfehler ist. Nein, es sind ganz viele. So viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird heftig. Ich überlege gerade. Irgendwas wollte ich machen. Eisfall war es nicht. Licht war es einmal. Und ich könnte das aber eigentlich mit dem Eisfall mal probieren. Was das denen antut. Ein bisschen was klappt das schon. Wow. Man muss einfach gezielt sich welche vornehmen und rausschlagen. Komm schon. Komm schon. Ich sehe einfach gerade gar nichts. Diesen Seilen hier ist echt wunderbar geregelt. Wunderschöner Kampf. Knapper ging es auch wieder nicht. Und nichts dabei. Es gibt's doch nicht. Außerdem ein paar Nagelkeulen. Bei Gothic 2 haben die wenigstens noch ein bisschen Geld dabei. Mir fällt gerade ein, ich habe natürlich vergessen, beziehungsweise nichts gefunden, um meine Leben, um das Fleisch zu braten. Was ich gerade ziemlich doof finde. Ich glaube, ich habe mittlerweile zu viele Lebenspunkte. Essen wir noch was von dem Pflanzenzeugs. Das sieht gut aus. Wie viele Lebenspunkte habe ich eigentlich mittlerweile? 192. Geht ja sogar. Also, wie ihr vielleicht wisst oder euch vielleicht aufgefallen ist oder ich es schon erwähnt habe, in diesem Spiel kann man nicht mehr Lebenspunkte bekommen, als man durchs Level aufsteigen hat. Das heißt, ich habe auf diesem Level 192 und sobald ich eine Stufe aufsteige, habe ich dann vielleicht 193 oder so. Aber das war's. Ich krieg nicht auf irgendeine andere mysteriöse Art und Weise Lebenspunkte dazu. In Gothic 2 gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, aber das ist... Darüber werden wir zu gegebenen Zeitpunkt reden. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich langlaufen muss. Ich gehe einfach immer links und hoffe, dass ich alles finde. Und da kommen sie, scheiße.
Ich muss immer einen anderen einfach anvisieren und dann klappt das schon. Nein. Komm schon. Hätte ich noch mal ein bisschen Stärke lernen sollen gerade eben bei Chor Hangar. So, ich will gerade solche ganzen Nagelkeulen wirklich mitnehmen, weil sie sind ganze 13 wert. Das heißt, im Endeffekt kriege ich dafür 7. Ist natürlich mehr als nichts. Die kann ich nämlich auch einfach verscherbeln, ohne ein schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich nichts.